Liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Freut mich, dass ihr reingeschaltet habt. Mein Name ist Ralf, wir spielen LSPDFA und heute eine ganz besondere Folge. Wir spielen als Sheriff mit einem sehr, sehr genialen Fahrzeug, und zwar dem 2018er Dodge Durango SRT. Das ist ein Undercover-Fahrzeug vom FBI, aber ich dachte mir, das passt ganz gut zu dieser Folge, weil ich euch auch dieses neue Outfit zeigen möchte vom Sheriff. Und zwar seht ihr hier, wir haben hier Granaten vorne dran, Leuchtmittel, Karabinerhaken, Erste-Hilfe-Kits, da unten habe ich sogar eine Marke am Knie, ist mir noch gar nicht aufgefallen, eine Pistole, hier drüben ein Taser, und dieses Outfit hat mir besonders gut gefallen. Und dazu fand ich, passt irgendwie auch dieser doch dezent gehaltene, aber auch übertrieben geile Dodge aus dem Baujahr 2018. Ist natürlich wieder so ein Christmas-Fahrzeug. Also Christmas heißt für mich immer, dass es blinkt wie ein Weltmeister. Und das werden wir euch gleich nochmal zeigen. 1, 2, 3. Ihr seht selbst, leuchtet kräftig rein. Im Übrigen habe ich die Leuchtkraft der Lichter ein bisschen reduziert. Wenn ich mal ganz kurz hier auf Zeit gehe und Nacht mache, seht ihr das besser. Ich habe die Corona, also das Strahlen der Lichter, wenn man hier so ein bisschen hin und her scrollt, ein bisschen reduziert. Ich hoffe, euch gefällt es besser so. Ich persönlich finde es gut, wenn es mich nicht mehr so anleuchtet. Und mit diesem Fahrzeug werden wir ein bisschen im Streifen fahren. Das Ganze beginnen wir aber am Mittag. Und jetzt erstmal das geilste Intro überhaupt. Und dann geht's los. Unser erster Einsatz beginnt, so wie der letzte Einsatz begonnen hat. Das macht er denn mal mit seinem Hund? Und zwar mit einem Hijacked Airplane. Das ist jetzt aber nicht der Callout, den ich unbedingt annehmen möchte, weil dazu müsste ich zum Los Santos Airport fahren. Das ist ein bisschen zu weit. Was wir machen, wir beginnen erstmal hier mit der Traffic Control, weil der vor mir ein bisschen reinschleicht. Ein bisschen sehr komisch. Den überprüfen wir gleich mal, wenn die Zentrale denn was gegen ihn vorliegen wird. Target Vehicle License Plate. 6-3, X-Ray, Edward, William, 7-0-4, a traffic violation, Okay. A warrant issued. Proceed with caution. Gegen den liegt sogar einiges vor. Schau mal, dass er hier vorne anhält. Und kurz warten, der müsste jetzt eigentlich hier rechts anhalten. Wir machen das immer nach der Kreuzung. Ich werde ihm nur mal sagen, dass er noch ein Stück weiter vorne fahren soll, nach rechts. Und jetzt wieder nach links. So ist schon mal gut. Ich kann meine Sirene ausmachen und werde jetzt nochmal ein Backup holen. Hopp! Habe ich das gerade ausgestellt? Und habe ich dir gesagt, er soll weiterfahren. Außerdem das falsche Zeichen gegeben. Der muss bitte nochmal anhalten. Ach, guck mal. War so klar. Ich hole mal Unterstützung. Er flieht übrigens, ja, falls ihr es nicht bekommt. Oh, guck mal, die Kollegen waren immer schnell da. Und der Typ ist gleich unterwegs. Hallo? Shit. Natürlich rette mit direkt gegen die Karre. Sehr gut. Kollege, sehr gut gemacht, Sheriff. Einwandfrei. Du kümmerst dich um den Einsatz hier. Ich steig wieder ein, ne? Sehr gut. Guck mal, der wieder. Das macht der einwandfrei. Was ich mir noch nicht angeschaut habe, war das Interieur von dem Fahrzeug. Nicht so richtig. Hier in der Mitte. Oh, auch stark. Schaut mal her. In der Mitte der Konsole haben wir zwei Gewehre. Boah, die Mittelkonsole ist ja mal geil gemacht, ey. Hier haben wir zwei Gewehre drin, ein Funkgerät, ein Haufen witziger Anzeigen, die hier leuchten. Mittelkonsole, die fast ein bisschen blindet. Ein sehr schickes Lenkrad, Armaturenbrett. Das ist ein schönes Fahrzeug. Auch hier hinten haben wir einen getrennten Bereich für gefangene Passagiere. Ihr seht, ist ein Plexiglasschutz drin. Ist alles aus Kunststoff hier. Das heißt, wenn die Leute da irgendwie dann drin hängen bleiben oder wenn sie da drin sitzen, können sie keinen großen Mist bauen. Haben sogar einen Getränkehalter. Wie nett von uns. Was ist hier? Zetina Manufacturing Company. Zetina ist wahrscheinlich eine Firma, die man in Deutschland so nicht kennt, die Innenverkleidung macht oder eben solche Fahrzeuge sicher macht. Ach ja, guck mal auch hier. Den Watchguard habe ich ja auch hier vorne, was ich auch sehr geil finde. Das müsste eine Fahrzeugkamera sein, genau, die alles aufzeichnet. Also auch das sehr cool. Ansonsten blinken die Lichter hier ein bisschen komisch. Die sollten eigentlich nicht so komische Lichter haben, aber es stört mich jetzt eher weniger so. Fahrzeug ist ganz cool. Ich glaube, der Kollege... Die nehmen den mit, oder? Oder das machen die. Man weiß es nicht. Steigen aus, machen Sirene an und aus. Was zur Hölle? Manche Kollegen muss man nicht verstehen, oder Leute? So, hier. Erstmal die 8 drücken.
Assistance required for a suspect placed under arrest in Sandy Shores. Units on containment 51 advises you go mobile. File and clear, please. Wow. Roger. Was ist da rechts passiert? Seht ihr das? Diese Delle in meinem Auto? Wir haben einen Car Theft Attempt. Also einen möglichen... Na gut, Respawn Code 2. Machen wir die Sirene aus. Einen möglichen Autodiebstahl dazu werden wir gerufen. Da fahren wir mal hin. Und zwar... Aha. Fährt der denn hier schon raus? Ne, der wird da nicht dazu. Puh. Aha. Hallo? Entschuldigung, der Herr. Haben Sie gerade versucht, in das Fahrzeug einzubrechen? Oh, die Scheibe ist gebrochen. Halt, stehen bleiben. Bleiben Sie sofort stehen. Das macht keinen Sinn. Der Herr da vorne, flüchten lohnt sich nicht. Bleiben Sie stehen. Ich bin schneller als Sie. Bleiben Sie bitte stehen. Bleiben Sie bitte umgehend stehen. Ich warne Sie noch ein letztes Mal, sonst muss ich Sie leider umschmeißen. Stehen bleiben. Bleiben Sie stehen. Ich hab's Ihnen gesagt. So, jetzt nicht weiterrennen. Das macht kein... Junge, das macht doch kein... Junge, ich muss dich tasern. Im Übrigen werde ich mir auch für die nächsten Folgen... Police Loadout holen, dann kann ich von vornherein bestimmen, was für Waffen ich trage. Ich habe das öfters in den Kommentaren gelesen. Reifen die doch mal nur ein Taser, Gefechtspistole, Schrotflinte oder eine Pistole mit. Mache ich auf jeden Fall gerne. Bleiben Sie jetzt mal stehen, was ist das für eine Rumrennerei so lange? Ich habe gar keine Zeit für die Scheiße. Scheiße. Keine Zeit für die Scheiße, Scheiße. So, wo ist er jetzt? Hallo, schönen guten Tag. Ich bin der Sheriff hier. Wo ist denn der hier rein? Wo ist denn der? Hä? Achso, das. Oh, jetzt hat er mich verarscht. Muss ich über die Zäune klettern. Leute, das wird ein bisschen schwieriger, als ich dachte. We've got a 1099 in Sandy Shores. Zum Glück sind die Kollegen sofort vor Ort und fahren einfach mir vorbei. Good job. Jetzt bräuchte ich ein Auto, Leute. Ein Auto wäre jetzt super. Bleiben Sie jetzt mal da vorne stehen. Das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Wo sind denn jetzt meine Kollegen? Da hinten. Oh Gott, Leute, wie dumm. Ah, die haben mich nicht gesehen, ey. Schönen guten Tag, Mieze. Sei gegrüßt. Ey, ich bin schon lange nicht mehr so viel gelaufen. Nicht mal im echten Leben laufe ich so viel wie gerade eben. So, da vorne ist jetzt ein Zaun. Und weißt du, was ich gut finde? Der Typ, der legt sich auch gar nicht auf die Fresse oder so. Der rennt und rennt und rennt und rennt. Attention all units. Assistance needed in Sandy Shores. Komm schon, Jungs. Hier ist er da vorne. Hallo. Der rennt uns so direkt in die Arme. Ah, shit. Ich konnte wieder nicht tasern. Ah, endlich habe ich ihn. Liegen bleiben. Liegen bleiben. Schön. Entspann dich. Lass das Tor in Ruhe. Ganz ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Hände hoch. Hände hoch. So, Feierabend, mein Freund. Ganz ruhig bleiben. Scheiße, Mann, ey. Das heißt nur wegen dem Autodiebstahl, Mann. So, sind wir erstmal vorher festgenommen. Im Übrigen, eine Sache, die mich ja in letzter Zeit immer irritiert hat, warum diese Fahrzeuge rumstehen, das ist ein Maintenance-Vehicle, also so eine Art, ja, das Fahrzeug ist Instandhaltung, für die Instandhaltung zuständig. Okay, wir haben auch noch einen Unfall auf der Straße, den habe ich auch mal angenommen. Ich werde jetzt aber die Person nochmal überprüfen. Über auf illegale Gegenstände. Das Haus hier vor uns ist auch for sale, soll das verkauft werden. Okay, so einmal überprüfen, ob der irgendwelche Sachen am Körper hat, die er nicht haben darf. So, wir haben Handgun, Mini-Crowbar, Screwdriver, Smartphone. Ja, der Hund da drüben geht ein bisschen ab. Und er hat keine Gun-Permit, das bedeutet, er darf die Waffe nicht führen, deswegen wird er erstmal von mir auch dafür festgenommen. Aber bitte auf die Knie. Und dann werden sie auch meine Kollegen gleich abholen. Assistance needed for a suspect placed under arrest on Neyland Avenue. Echo 12, I'm 10-8 out of the annex. So, wir warten schnell, Roger. Bis die Kollegen da sind. Da kommen sie schon. Seid gegrüßt, liebe Kollegen. Da vorne sitzt die Person am Zaun wegen Autodiebstahls. Ich werde gleich nochmal die, das Fahrzeug überprüfen und, hat eine Pistole, die habe ich konfisziert, die will ich danach in die Wartenkammer legen. Machen Sie es gut und Sie das nächste Mal nicht so viel rennen, ne? So, wir fliegen, weil wir es können, mal durch die Straße. Und jetzt ist die Frage, die ich mir gerade stelle, wo zur Hölle habe ich eigentlich mein Auto hingestellt? Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ich weiß es nicht mehr. Ah, doch, hier vorne. Ah, blub. Und schon sind wir zu Hause. So. Wir fahren zu dem Verkehrsunfall vorne. Code 3. Einfach nur, weil es Spaß macht. So ein bisschen Handbremse ausprobieren, wie die Karre so sich fährt. Nice, nice, nice. Sehr gutes Fahrverhalten. Muss ja als Polizist auch mal ein bisschen Gas geben, nicht wahr?
Wo bleibt denn der Spaß, wenn man die Sirene nicht benutzt und viel zu schnell durch die Stadt rauskommt? Jetzt bin ich ein bisschen auf dem Parkplatz rausgekommen. Der Zaun muss weg, Leute. Ich bin im Einsatz. Da kennt man nichts. Auch hier müssen wir die Abkürzung nehmen über diese Bande. Und dann wieder runter. Das Straßenschild lassen wir stehen. Oh nein, das haben wir doch mitgenommen. Und damit mal ein bisschen Action hier ist. Oh shit, was ist da denn passiert? Okay, wir parken hier mal rechts. Das erste, was wir machen, weil ich das so gerne tue, ist wir... Halt! Muss ich aus dem Fahrzeug raus. Und kann hier sagen, Traffic, Slow Traffic. Da wir hier einen Unfall haben, das werde ich auch gleich umsetzen. So. Ich habe also jetzt die Geschwindigkeit hier reduziert in diesem gelben Kreis, den ihr unten links auf der Karte seht. Und wir werden uns jetzt mal mit den Personen unterhalten. Wir gucken uns den Unfall erstmal an. Wir haben hier dieses Fahrzeug beladen, kaputt, am Hang oben. Dahinter stehen zwei, steht ein weiteres Fahrzeug und zwei Personen, die sich unterhalten. So, guten Tag, Officer Knallfinger mein Name. Sheriff Knallfinger, Entschuldigung. Mit wem kann ich mich denn hier unterhalten bezüglich des Verkehrsunfalls? Ich sage, guten Tag, die Herren. Dann sagen sie, good to see you, Officer. Jo, schönen guten Tag. Ich freue mich auch, Sie zu sehen. Sind Sie denn soweit unverletzt? Brauchen Sie einen Krankenwagen? Holy shit, war das der Zug gerade? Warum war denn der Zug denn so laut? Naja, egal. Sie sehen unverletzt aus, das ist gut. Dann erzählen Sie mir, was passiert ist, bitte. One of this group 6 vans rammed me from the street. I had no chance. Okay, ein Gruppe 6 Fahrzeug, also ein Geldtransporter, scheint ihn von der Straße abgedrängt zu haben. Ist halt immer fraglich. Ich meine, da vorne ist eine Bank. Die dürfen auch Geld transportieren, aber dass sowas hier passiert, ist natürlich absolut nicht erlaubt. Und jetzt sage ich nochmal, sind Sie sich wirklich sicher, dass es ein Gruppe 6 Fahrzeug war? Dann sagt er, ja, of course, also ja, sicher. Ein großer, gepanzerter Gruppe 6 Wagen. Und er sagt auch, dass eine Nummer auf dem Van war. Ja, das wird wahrscheinlich die 6 gewesen sein, nicht wahr? Es war 01615. Achso, das ist die Registriernummer des Fahrzeugs. Okay, vielen Dank erstmal für diese Information. Okay. Ansonsten gibt es hier noch irgendwas zu besprechen mit den beiden Herren. Theoretisch müsste ich ja jetzt... Genau. Also, ich habe jetzt eine Info durchgegeben. Office 6, I need a check on a possible stolen Group 6 Van. Habe ich durchgegeben. Check up for possible in the Alamo Sea. So, unten links wird jetzt auch angezeigt, dass der gestohlene Gruppe 6 Wagen gesucht wird. Attention, this is dispatch. Vehicles last seen on Smoke Tree Road. Okay, er wurde gesehen an der Smoke Tree Road. Dann werde ich erstmal den Traffic Stop hier aufheben. Wobei, das geht erst wieder nur im Fahrzeug. Das sollte ich vielleicht nochmal ändern. Die Herren, vielen Dank erstmal für die Auskunft. So, ich werde hier den Einsatz oder diese Geschwindigkeitsbegrenzung wieder aufheben. Ah, das geht wieder, wenn ich schon drin bin. Das sollte ich vielleicht nochmal in Ruhe ändern. Ich werde jetzt vielleicht für die... Wisst ihr, was ich mache? Dafür hole ich auf jeden Fall noch einen Abschleppwagen für das Ding hier. So, alles klar. Dann kümmern wir uns mal um den Towtruck. Towtruck ist eigentlich in der Gruppe 6 Wagen, der anscheinend gestohlen wurde. Scheint hier vorne drin zu sein. Auf die Gleise aufpassen. Oh shit! Oh Gott, ich bin so ein Lupe. Folge den Pfosten gefahren. Ich glaube, ich mache die Sirene mal aus, um nicht aufzufallen. Ich meine, es ist ein gepanzerter Wagen der Gruppe 6. Keine Ahnung, ob ich überhaupt gegen die eine Chance habe. Ich meine, ich habe ein schönes Auto. So ein Dodge Durango kann schon einiges. Aber ob ich den jetzt hier finde? So, wir prüfen mal das Gebiet hier. Attention all units, suspects last reported on Smoke Tree Road. Scheint auch zu fahren, ich dachte der steht hier, Leute. Dann muss die Sirene doch wieder anmachen. Der ist wohl im Straßenverkehr unterwegs. Attention all units. Oh Gott, warum ist denn meine Karre... Oh, oh shit. Oh Gott, Leute. Ich habe ein kaputtes Auto. Ich habe schon gewundert, warum meine Lenkung so scheiße ist. Aber da muss ich jetzt durch. Kann ich nicht aber mein Fahrzeug reparieren. Okay. Officers report six suspects. Proceed with caution.
Sechs Verdächtige, ich habe das SWAT-Team gerufen, Leute. Das ist mir zu heiß. Als Pistole nehme ich mal. Ja, eigentlich schon hier, ne? Tactical. Ich warte auf das SWAT-Team auf jeden Fall. Die rasen ja schon vorbei, oder was ist da los mit denen? Ist das da vorne das SWAT-Team? Ich habe gerade eine Katze gehört. Jo, das ist zumindest unser lokales Sheriff-SWAT-Team. Jungs, mitkommen! Da vorne der rote Punkt auf der Karte, ihr wisst Bescheid. So, wie wächst meine Ego-Perspektive? Kommen die auch? Da bin ich ganz sicher. Ich glaube, ich sollte die nochmal rufen. Diesmal nehme ich auch ein News-Team und ein GMS rufe ich auch. Aufpassen. Mietze, schau, dass du Land gewinnst. Hier ist gleich vor die Schießerei. Komm los hier mit dir. Ab da, Mietze, Mietze. Das heißt, vielleicht kümmere ich mich nur um die Tiere. So, Krankenwagen ist vor Ort. News-Team kommt. Ja, da sind sie. Wunderbar. Genau, die habe ich gesucht, ey. Da vorne ist das Fahrzeug. So, Forst, hier rangehen. Wie weiß ich hier Katzen? Was ist denn los, ey? Okay, Shots feiert, Leute, hier Schüsse. Attention all units. Officers are at the scene. Warum habe ich jetzt Schüsse gehört? Okay, Achtung, da, okay, da oben ist jemand, Achtung. Ein Verdächtiger tot. Holy shit, Leute. Ich brauche Unterstützung, ich brauche dringend hier Unterstützung, Leute. Okay, ich geh mal in den Pool hier rein. Oh shit. Aus mehreren Richtungen wird auf mich geschossen. Okay, oh shit. Oh Leute, Leute, Leute. Ich brauche dringend Unterstützung. Ich muss mich hier verstecken. Ey. Holy shit, holy shit. Wo sind die, wo sind die, wo sind die? SWAT hier muss unbedingt kommen, Mann. Eine Person gesichtet. Muss irgendwie aus dem Pool raus, Leute. Raus, 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 raus. SWAT Team direkt links über euch, lieber über euch, über euch, über euch, da oben. Einen habe ich, einen habe ich. Guck mal, den wird sogar ausgesmoked hier oben. Vorsicht bitte, hier müssen noch weitere Verdächtige sein im Gebäude. So, ich gehe da mal hoch. Okay, eine Leiche direkt auf der Treppe. Ich gehe rein, Leute. Okay. Da hinten scheint jemand zu flüchten, aber es scheinen auch Kollegen schon hinterher zu sein. Attention all units. Ha! Officers report, we are code 4. No further units required. Alles klar, code 4, no further units required, bedeutet ganz klar, wir haben den Einsatz beendet. Das muss ich sagen, war ein sehr geiler Callout. Der hat ja mal mega Laune gemacht, ey. Sehr cooles Szenario. Attention all units, we've got an ambulance requested in Sandy Shores. Ich bin noch nicht sicher, ob das alles verdächtige Personen sind, die ich jetzt hier niedergestellt habe. Bin auf jeden Fall auch verletzt, wie ihr seht. Better EMS is calling, I know. Das mit den Katzen war auch super verwirrend, ey. Mal gucken, ob die da... Das liegt eine Person direkt auf der Treppe oben. Schaut mal bitte sofort hin. Er wurde vielleicht angeschossen, vielleicht hat er eine Chance zu überleben. Aber auch, glaube ich, gleich einen Corona gerufen, also beeilt euch. Beeilt euch bitte. Ja, ich glaube, den haben wir ordentlich weggeballert. Da hinten seht ihr noch das SWAT. Mal ganz kurz gucken, mit was für einer Einheit die denn da sind. Die sind auch mit dem Fahrzeug gekommen. Sehr, sehr geil. Ich finde auch die Skins von den Jungs ganz geil. Gefallen mir gut hier. Los Santos Police. Und die sind einfach auch mit dem FIB 2 Fahrzeug gekommen. Sehr schön. Steht den aber gut. Soll ich den mal drin lassen, sag mal, für SWAT? Könnte ich eigentlich machen so. Ich weiß jetzt gar nicht, was für ein Fahrzeug ich vorher drin hatte. There's still hope, das klingt schon mal sehr gut. Muss da aufpassen, bis der Corona kommt und den wegschnappt in der Plastiktüte. Na, das wissen wir noch nicht. Müssen wir mal gucken. Naja. Wird auf jeden Fall gutes gelingen. Ach, guck mal, der überlebt sogar. So, runter auf den Boden mit ihnen. Hände in die Höhe. So, da haben wir einen von Galogen sogar noch festgenommen.
kannst dich mal um die Katze kümmern, ich glaube, der geht's auch nicht gut. Die hat ein Trauma, posttraumatisches Trauma durch die Schießerei. So, mitkommen. Halt, du sollst die Treppe mitkommen. Was ist denn hier los? So, kann aber die Wahl sein. So. Einmal bitte mit dir runter. So, ich stelle sie mal in den Lichtkegel von dem Fahrzeug, dann sehe ich sie besser. So, und ich werde sie einmal überprüfen. Was haben wir hier? A Stolen Muscle Car. Das werde ich jetzt nicht annehmen. Ich muss mich erst noch um die Tatortreinigung hier kümmern. So, ich überprüfe nochmal die Person, denen wir gerade das Leben gerettet haben. Übersehen die Katzen. Das hat ja eben mit Wallet, Terrorist Mask, Wirecard und PCP, also auch noch eine Droge. Und er hat auch, ah ja, stimmt, hier unten steht Karen in Public Concealed. Erstmal Dankeschön, liebe Zuschauer. War saucool von euch, dass ihr mir gesagt habt, dass Concealed bedeutet, ihr müsst die Waffe verdeckt tragen. Darf sie nicht offen tragen. Hat mich sehr gefreut, fand ich sehr cool von euch. Daumen nach oben. Hashtag coole Leute. Ja, ihr da draußen. Hashtag coole Leute. So, dann lassen wir den jetzt mal abholen. Ich habe alles konfisziert. Panorama Drive. Roger. Ich habe noch nicht meine Taschenlampe, ich glaube, die sollte ich auch mal noch dort packen. Ansonsten hat mir die Folge sehr viel Spaß gemacht heute. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich hoffe, euch hat der Wagen gefallen. Der Einsatz war cool mit dem Gruppe 6 Fahrzeug, mit dem Unfall, der es verursacht hat. Und dann, wie gesagt, noch ein gestohlenes Fahrzeug. Um den Wagen werde ich mir jetzt auch kümmern, den werde ich jetzt auch abschleppen lassen. Denke aber, das mache ich ohne euch. Und ich bedanke mich fürs Reinschauen. Hoffe, euch hat es gefallen. Danke nochmal an euch da draußen für die 100.000 Abonnenten. Geile Scheiße, habe ich erst vor kurzem geknackt. Das Gewinnspiel wird es auch bald auf meinem Kanal geben. Gebt mir noch ein paar Tage Zeit. Muss ich erstmal aufnehmen, die Videos. Und die ganzen Sachen, die ich verlosen möchte, sind auch noch nicht da. Deswegen noch ein bisschen Geduld. Ich bedanke mich. Lasst ein Like, damit es euch gefallen hat. Und vielleicht sogar ein Abo. Ich repariere jetzt mal meine Kiste hier. Und schreibt mir in die Kommentare, ob ich den Dodge Durango SRT als FBI-2-Fahrzeug drin lassen soll. Pass auf die Katze auf, ja? Das mögen meine Zuschauer gar nicht. Feuer nicht über die Katze drüber. Feuer nicht über die Katze drüber. Das drehe ich gerade. Rot, ey. So, Dankeschön, macht's gut, auf Wiedersehen. Ciao, ciao, euer Ralf.